Trinken, feiern, Feuerwerkskörper? Ich habe das alles hinter mir gelassen. Diese Luz ist weg. Ich habe jetzt mein eigenes Restaurant. Welchem glücklichen Zufall haben wir deinen Besuch zu verdanken? Na, dein Freund hat mich eingeladen. Anscheinend hat er große Neuigkeiten. Große Neuigkeiten? Wow, 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 Chef. Werde nicht romantisch. Ein Brief von Michelin. Ein Lätzchen ist ein halber Michelin-Stern. Und das in Amsterdam-Nord. Im angesagten Szeneviertel. Keine Bank leiht uns das Geld für die Renovierung. Weißt du was, scheiß drauf. Wir finden was anderes, komm. Und was, wenn es doch ginge? Mode? Hier? Guter Witz. Suchst du deine Tante? Nein, ich habe was zu erledigen. Typisch Chefy. Ich will mein Erbe, und zwar sofort. Unser Erbe. Ich bin auch bei dir gewesen. Ziemlich gutes Essen. Ein bisschen schickimicki. Gib uns noch zwei. Ich habe hier noch eine offene Rechnung von dir über 1000 Euro. Was für eine Beziehung haben wir, wenn du mich in solchen Sachen nicht einbeziehst? War er nicht kahl, fett und hässlich? Ich hätte fast vergessen, warum ich ewig weggeblieben bin. Mach die Augen auf. Alles hat sich verändert. Chefy auch. Was meinst du, warum meine Eltern es uns beiden überlassen haben? Vielleicht dachten sie, dass wir es brauchen, zusammen zu bleiben. Du musst es ihr endlich sagen. Was? Eines Tages. Eines Tages ist ungefähr heute. Es scheint dir schwer zu fallen, dich endgültig zu verabschieden. Es war doch mal dein Lebenstraum, oder? Du drehst ihnen den Rücken zu und sie reden schlecht über dich. Und du kannst sie überhaupt nicht verstehen, weil sie immer so reden. Alles in Moll, alles geht runter. Aber dann sagen sie, darf ich sie mal was fragen? Und es geht hoch.